Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schemmer, Paartherapeut, Beziehungscoach, Psychologe und vielleicht halte ich gleich nochmal mein Buch in die Kamera, wenn mir die Alina es vielleicht noch gibt. Hinten liegt der Hund, alle da und wir haben heute mal ein cooles Thema wieder, Dating-Geschichte, habe ich mich zurecht getrennt, fragt diese Zuschauerin, macht die fucking Kurse, kauft die fucking Bücher, kommt zur Liebeschiff-Party nach München, 14.06. Was gibt's noch? Irgendwas. Du bist der Beste. Ich bin der Beste. So, wir kommen frisch vom Sport. Aber das dokumentieren wir noch auf Instagram und geh mir mal direkt rein in die E-Mail. Du kannst uns auch anschließen über ein Formular auf liebeschip.de. Und genau, gehen wir mal rein. Danach habe ich mal noch eine Frage an euch, ZuschauerInnen. Ja, genau, also die Zuschauerin ist Ende 20, Partner Anfang 30. Lieber Christian, ich habe einige Fragen zu meiner letzten Beziehung. Insbesondere geht es mir um die Frage, ob ich aus berechtigten Gründen Schluss gemacht habe, zu streng war oder aus Bindungsangst herausgehandelt habe. Kurz zu mir, ich bin Ende 20, waren meine bisherigen zwei Beziehungen eher der Pluspol, habe mir unbewusst eher Männer gesucht, die sich schnell eingängig gefühlt haben und nicht so viel Nähe wollten wie ich. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, also das ist ja auch immer so eine Frage, ob man dann passive Bindungsangst hat, ne? Modul 9. Dass meine Ex-Freunde alle etwas Bindungsangst hatten. Anfang des Jahres habe ich einen Mann auf Tinder kennengelernt. Vorweg mit dem heutigen Wissen aus deinen Kursen. Datet vielleicht lieber offline, würde ich sagen. Macht die fucking Dating-Kurse. Würde ich vieles anderes machen. Der Mann schrieb mir direkt ehrlich, dass er nicht mehr lange in der Stadt sei, sondern aus beruflichen Gründen in eine andere Stadt ziehen werde. Ja, da fragt man sich, ich meine, weiß nicht, ich könnte gerne mal sagen, jetzt auch die, vielleicht die im Alter sind, weiß nicht, sucht ihr heute eher Situationships oder so, ansonsten ist das ja schon gleich begrenzt. Da muss man sich fragen, ob die passive Bindungsangst da nicht wieder so reingekickt hat. Dass man sich gleich jemand sucht, der eh nicht. Wir hatten ja gestern auch dieses Video, ne? Im Englischen sagt man mal ready, willing und able, ne? For a relationship. In diesem Fall wäre es dieses Able, fällt dann schon raus, ne? So, da ich bereits eine langjährige Fernbeziehung hatte, schloss ich dies für mich eigentlich aus. Ja, eigentlich, aber du datest ihn, ne? Das teilte ich ihm mit. Es blieb jedoch daran, dass wir uns viel schrieben. Leute, macht die Datingkurse, nicht so viel schreiben, gleich treffen, weil man baut dann eine Beziehung auf, die keine Basis hat, wenn man sich noch nicht gesehen hat. Er blieb weiter dran und schickt mir bereits nach dem ersten Treffen ein paar Nachrichten. Warum turnte ich das nicht ab? Okay, also nach dem ersten Treffen. Okay, ich dachte jetzt vor dem ersten Treffen. Aber trotzdem, auf offensichtlich macht er auch nicht die Datingkurse, sonst wird das bei einer belassen. Er könne nicht schlafen, weil er so viel an mich denken müsse. Finde mich so toll und ich hätte so tolle Charaktereigenschaften. Fragezeichen. Lovebombing. Also das ist ja überhaupt nicht cool. Da muss man sich schon fragen, was löst das in dir aus? Also eigentlich würden das, glaube ich, viele, aber vielleicht du ja nicht, schon ein bisschen abtörend finden, weil das so ein super needy rüberkommt. Und ich sage ja, wenn ihr wirklich einen selbstbewussten Mann datet, der wird sowas never fucking ever schreiben irgendwie. Zumindest nicht also am Anfang. Sondern einfach sagen, hey, ich finde dich cool, lass uns das nächste Date machen und nicht so ein needy Scheiß irgendwie. Ich rede mir ein, nicht so oberflächlich sein zu wollen. Und ließ mich quasi zu einem zweiten Treffen überreden. Ja, also nochmal, Männer, datet Männer, die selbstbewusst sind, die würden euch nie überreden zum zweiten Treffen. Warum? Warum sollen sie jemand überreden? Sie können ja in der Zeit jemand anders daten, ne? Warum sollen sie da, das ist auch so ein Fehler, den, glaube ich, viele Frauen machen. Wenn Männer ihnen so hinterherlaufen, dass sie es irgendwie gut finden oder denken, das ist jetzt aber, das ist bestimmt der Richtige oder so, weil der läuft mir ja so hinterher. Riesenfehler, glaube ich, weil du datest dann Männer, die können sehr stark pluspolig, sehr stark minuspolig sein, ja, daten nicht aus so einem Selbstbewusstsein raus, machen so unter Umständen wie hier Lovebombing, Fast Forwarding und sobald du dann da bist, dann fällt mir auf einmal auf, ach nee, doch nicht, ist doch nicht so, ich wollte dir doch nur hinterherrennen, wollte ich gar nicht wirklich haben, deswegen datet keine Männer, die euch hinterherlaufen, so krass, ne, das ist nicht gut.
Beim zweiten Treffen funkte es tatsächlich auch von meiner Seite aus, sodass wir uns anschließend öfter trafen. Der erste Kuss fiel und wir hatten auch Bettsport. Von Anfang an beharrte ich jedoch darauf, dass ich keine Fernbeziehung möchte, sondern dass er für mich nur etwas Lockeres ist. Ja, wenn das völlig in Ordnung ist. Wir hatten jedoch täglich Kontakt und es war wie eine Beziehung. Ja, Leute, ist das so ein neuer Trend, frage ich euch. Ja, ich habe da jetzt auch keine Meinung zu, wenn das, aber wenn ich auch mit jüngeren Leuten rede, höre das immer öfter. Oder vielleicht ist das aber auch so ein Großstadtding. Ja, Situationships nicht festlegen, was Lockeres. Aber dann lebt man doch wie Beziehung und dann trifft vielleicht der Partner jemand anders und dann, wie was, jetzt jemand anders und Aber was schreibt mal, was ihr dazu denkt. Wir hatten jedoch täglich Kontakt und es war wie eine Beziehung. Er war sehr gut, liebevoll und unterstützend zu mir, anders als ich es aus vergangenen Beziehungen kannte. Nach 3 bis 4 Monaten wollte er irgendwann von mir eine Entscheidung, ob ich doch eine Beziehung will oder nicht. Ja, das ist wieder so ein needy Kram. Du hast ja vorher ganz klar gesagt, was du willst. Was soll das jetzt, ne? Da ich seine Eigenschaften als Freund sehr zu schätzen wusste, will ich die schließlich ein. Auch weil er für mich auch wieder zurückziehen würde. Na gut. Rosamunde Pilcher lässt grüßen, sodass es keine ewig lange Fernbeziehung wäre. Okay, mit der Labelung Beziehung musste bei ihm plötzlich alles sehr schnell gehen. Na gut, ich meine, er war ja scheinbar schon länger drauf, aber wie gesagt, er hat dann auch scheinbar nicht richtig klar gemacht, was er möchte, aber gut, wollen wir mal nicht zu streng sein. Und ich fühlte mich unter Druck gesetzt, als es zum Beispiel darum ging, seine Familie und Freunde kennenzulernen. Fast forwarding, Fragezeichen, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil ja schon, das wäre jetzt nach 3, 4 Monaten, finde ich jetzt völlig normal. Aber ja, so gut findest du ihn dann scheinbar doch nicht, dass du das willst, ne? Aber ich finde diese Frage gar nicht so falsch, ob du jetzt so ein Minuspol bist. Aber jetzt hast du jemanden, der dich so richtig will. Und das ist ja immer so, da findet man Gründe, ne? Also, ich hatte auch neulich ein Gespräch mit einem, der sagte, ja, ich finde seine Freundin ganz toll, bis auf die Haarfarbe. Ja, also, weißt du, als Bindungshengster, da findest du dann absurdesten Gründe, warum, während man sonst wenn man so im Liebessuchtmodus ist, dann läufst du, scheißegal wie er aussieht, läufst hinterher und so. Und wenn man so Minuspol ist, findet man immer irgendwas, was da nicht passt, so, ne? Also eigentlich, meine, so richtig viel falsch gemacht hat er jetzt hier eigentlich nicht, außer dass vielleicht ein bisschen nie rüberkommt, so. Aber es ist klar, muss jemand auch erstmal kennenlernen. Was ich ihm zuliebe auch aber rasch tat, wenn du es nicht willst, dann willst du es nicht. Dann sonst, deswegen ist auch Bindungsangst und Co-Abhängigkeit, ich will jetzt nicht sagen, dass du co-abhängig bist, aber so People-Pleasing ist auch sehr eng verbunden. Dass du jetzt dann nicht sagst, ja, verstehe ich, aber irgendwie fühle ich es nicht. Weil sonst, wenn man so drüber weggeht, dann baut man noch mehr Bindungsangst auf. So. Trotz seiner positiven Eigenschaft gab es von Anfang an auch weitere Handlungen von ihm, die starke Zweifel auslösen. Zum Beispiel kritisierte er meine Wohnlage, als er zum ersten Mal bei mir war, mit den Worten: Auf sowas stehst du. Ja, okay, das ist natürlich echt, okay, das ist natürlich echt ein Minuspunkt. Das verstehe ich. Das ist auf einmal doch nicht mehr so needy, ne? Ist ja komisch. Obwohl ich in einer sehr gepflegten Gegend wohne. Ja, ich hasse das, wenn Leute einem ungefragt irgendwie ein Feedback geben, was soll das? Später darauf angesprochen, entgegnete er, dass dies nicht so gemeint gewesen sei, sondern dass er einfach keine so städtische Nachbarschaft gewohnt sei. Gut, wie gesagt, an einer Aussage sollte man vielleicht jetzt auch nicht zu viel, okay. Er kommt aus einem umliegenden Dorf. Ein anderes Mal verpasste ich einen Anruf von ihm, in dem er mir mitteilen wollte, dass er nun zu mir losfahre. Ich hörte den Anruf jedoch nicht und er schrieb mir: Trotz seiner Ignoranz werde ich jetzt mal losfahren. Oh Gott. Ja, es könnte auch so ein, wie ich immer so ein bisschen flapsig sage, toxischer Pluspol sein, also jemand, der so vielleicht sehr verlustängstlich ist und dann sofort irgendwie noch in so eine Wut geht, wenn das irgendwie nicht so läuft, wie er denkt. Und ja, wenn sowas öfter passiert, dann haben wir natürlich, wir wollen mal gucken, ob es ein Muster gibt, so, ne?
Aber das ist schon ein krasser Satz. Also das würde mich auch total abfucken. Ne? Darauf angesprochen meinte er, das war ja nur Spaß gewesen. Gaslighting, ja, das finde ich schon ein bisschen Gaslighting, ja. Auch Eifersucht wurde schnell zum Thema. Ach ja, haben wir schon ja alles wieder beisammen. Als ich mir erzählte, dass ich manchmal in die Sauna gehe, wollte er wissen, ob ich dabei ein Handtuch trage oder nicht. Ist nicht dein Ernst. Also, gehst du angezogen oder nicht angezogen in die Sauna? Hast du einen Anorak an? Als ich sagte, dass ich dort nackt sitze, störte ihn dies, weil ich wollte, dass ich andere Männerfantasien von mir mit nach Hause nehme. Ja, sorry, das ist einfach fucking disgusting, sorry. Also, gut, ich glaube, du hast alles richtig gemacht. Ja, denn sowas, da kannst du ja keine Beziehung führen. Da, ja. Also, weil du kannst immer irgendwo, wenn du so eine krankhafte, weil, vielleicht will ich nicht sagen, dass es krankhaft ist, aber wenn du so eine extreme Eifersucht hast, da findest du immer irgendwas, ne? Da gehst du joggen und dann, wo warst du? Du bist ja so verschwitzt oder ich weiß nicht was. Das ist ein Irrsinn, ne? Er wolle mir nichts verbieten, also Übersetzung, ich will dir was verbieten, aber er fände es besser, wenn ich ein Handtuch tragen würde. Aber ich will dir nichts verbieten. Ich sage nur, dass ich das erstmal tun kann, aber dass ich erwarte, dass er sich mit dem Thema Eifersucht auseinandersetzt. Ach, sorry, das kannst du einfach abhaken. Ich weiß nicht, was er da jetzt Tolles zu bieten hat, aber sorry. Also das bringt auch, das wird auch nicht besser. Das kann ich dir jetzt schon sagen. So, ne? Da ich mich nicht ewig einschränken würde. Er stellt sich auf Stuhl und sagte, ich soll ihn nicht so unter Druck setzen. Ach, jetzt setzt du ihn unter Druck, aber nicht er dich, oder was? Ja, das hört sich richtig gesund an alles, sondern ihm einfach Zeit geben, damit er sich an die Saunasituation gewöhnt. Das ist ja auch super ungewöhnlich, ja. Dass du in die Sauna gehst, wie kannst du nur ohne Anorak? Obwohl er selber nicht mal gerne in die Sauna geht, bat er mir an, einmal mitzukommen. Ja, er wollte wahrscheinlich, sorry, das ist einfach, geht gar nicht. Dort nahm ich Rücksicht auf ihn und ließ das Handtuch rum. Er fragte mich, warum ich mich nicht hinlegen würde. Ach, was ist das? Ich erwiderte, dass ich ja dann das Handtuch drunter legen müsste. Er meinte, das wäre ja nun okay für ihn, da ich ja nicht so viel los war an dem Tag. Ey, da verbietet ihr auch irgendwann das Atmen. Also das kannst du total vergessen, ne? Ich fasse das also als ein Go von ihm auf das Handtuch. Oh Gott, wird immer verrückter. Wegzulassen, als wir dann noch mit einer weiteren Frau und keinen Mann in der Sauna saßen, ließ ich mein Handtuch runter. Als wir draußen waren, sagte er, das sei nicht so abgesprochen. Also sorry, wenn du da dich fragst, ob das richtig ist, den abzuschießen, also dann darfst du dir noch viel mehr vertrauen? Also das ist ja völlig indiskutabel, sorry. Alter, was ist das denn schon wieder? Ich erwiderte, dass ich das aber so aufgefasst hätte und dass ich ja kein Mann mit der Sauna gewesen wäre. Ja, sorry, das ist wirklich wie aus dem vorletzten Jahrhundert irgendwie. Also wirklich, es geht ja gar nicht. Er beharrte doch darauf, dass es anders abgesprochen war und ich ihn nicht auf ihn Rücksicht nehmen genommen hätte. Gaslighting, ja. Wochen später traf ich mich mit einem männlichen Kumpel aus der Schulzeit, der selber eine Freundin hat. In meinem Freundeskreis ist das normal, doch mein Freund regte sich, obwohl ich das Treffen angekündigt hatte, auf und sagte, das Treffen sei ja total pärchenmäßig abgelaufen. Sorry, er hat kein Recht, da bestehende Freundschaften zu unterminieren. Nein, sorry, nein. Und alle Passanten hätten denken können, dass wir ein Paar seien. Was soll man da noch zu sagen? Das ist... Wir sind einfach zu zweit über einen Rummel gelaufen, haben eine Bratwurst gegessen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist dein Kumpel und fertig. All diese Beispielsituationen würden dazu, dass ich immer mehr Zweifel bekam und schließlich trennte. Das ist genau Shanas und Dealbreaker. Das sind hier schon heftige, also ich weiß nicht, wie deine Dealbreaker-Liste aussieht, aber das sind heftige Dealbreaker und dann trennt man sich. Also alles richtig gemacht. Da ich die Zweifel nicht mehr aushielt und nicht sah, dass das an sich arbeitet, um etwas zu ändern. Das ist wirklich, als wenn du in ein 5-Sterne-Restaurant gehst und bist so bei der letzten ranzigen Pommesbude und denkst so, werden die jetzt mir irgendwann ein 5-Sterne-Menü servieren? Nein, das wird nicht passieren, ne? Und frage ich mich, ob die Anzahl und Schwere der Gründe ausreichend ist für eine Trennung. Ja, dann gucken wir nochmal in unserem Buch hier. So, also Sauna verbieten, Wohnung kritisieren, 3 bis 4 Monate. Okay, schauen wir nochmal. Darf sich nicht mit dem Kumpel treffen. Und jetzt gucke ich mal in die Spalte. Ja, ist gerechtfertigt. Sehr gut, Glück gehabt. oder ob es vielleicht Bindungsangst war. Nee.
Also das bringt jetzt überhaupt nichts, darüber nachzudenken, weil er sich einfach so komplett an dem genommen hat. Das bringt jetzt überhaupt nichts, darüber nachzudenken, ob du Bindungsangst hast. Also ich fand ja, klar, du hast jemand gedatet. Man könnte jetzt wieder sagen, du hast jemand gedatet, der eh nicht richtig verfügbar war. Und das könnte man vielleicht ein bisschen überlegen, ob da ein bisschen passive Bindungsangst ist. Aber man muss es ja auch ausprobieren. Und dann haben wir ja sofort die Sachen überwogen, die er da macht. Und ich kann euch nur mal raten, also ihr könnt gerne, wenn das jetzt die neue Art sein sollte, so alles locker und so, kann man machen. Es ist für ein Liebeschip ist es nicht ideal. Ne? Ich sage immer wieder, die Leute, die so in dieser Sex and Love Addicts Anonymous Community sind, die pochen immer sehr auf Commitment, weil die sagen, alles andere triggert den Liebeschip einfach so krass an. Und deswegen, wenn man schon an so einem Punkt ist, ach, ich weiß auch nicht, ob du richtig bist, sollte man, also natürlich kann man das mal ein paar Wochen ausprobieren, aber irgendwann sollte man es vielleicht einfach lassen, weil das Bindungssystem auch so triggert, ne? Und also man bist ja auch nicht dann frei, jemanden kennenzulernen, der vielleicht nicht wegzieht, so, ne? So, also alles okay. Denn aus meiner Sicht war die Beziehung ja nicht super toxisch. Okay, also wenn man jetzt sagt, also sein Verhalten ist schon völlig disgusting. Das stimmt, es war jetzt nicht toxisch, weil ich ja mal sage, toxisch ist, wenn du in Liebessucht gehst. Das bist du eindeutig nicht. Deswegen waren es nur Grenzübertritte, so, ne? Nur kontrollierendes Verhalten. Genau, es war jetzt nicht toxisch. Viele würden das trotzdem toxisch nennen, aber stimmt, ich würde es jetzt nicht unbedingt so nennen, weil es bei dir keine Liebessucht ausgelöst hat, ne? Hatte lediglich wieder toxische Anteile, ja, das kann man, glaube ich, sagen. Wie siehst du das? Danke schon mal für deine Antwort. Und ja, jetzt habe ich hier noch einen anderen Text, aber ich glaube, das ist ein alter. Ja, ich denke schon. Ich würde gerne wissen, lieber Christian, ob meine Punkte zu klein nicht findest oder der Meinung bist, dass das vielleicht bindungsängstlicher Schwächen, so müssen die garantiert nicht. Ob du meine Zweifel berechtigt findest. Yep. Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich für deine Antwort und wünsche dir weiterhin alles Gute. Ja, alles Gute auch an dich. Gut gearbeitet. Nächstes Mal ein bisschen schneller, bitte, ne? Das braucht keine 3 bis 4 Monate dauern. Das ist, aber manchmal. Also 3 bis 4 Monate ist aber auch überhaupt nicht schlimm. Also man sagt schon so, um jemanden kennenzulernen, braucht es so 90 Tage, sagt man immer so. Also von daher ist jetzt auch nicht schlimm. In diesem Sinne, macht die feigen Kurse. Wir haben auch übrigens die Liebeschip-App wieder aufgebohrt weiter. Falls ihr es noch nicht wisst, also man kann Liebeschip, also die Kurse auch konsumieren. Es gibt auch immer weitere Sachen, die da freigeschaltet werden. Ist umsonst. Wie gesagt, ich wollte jetzt auch so In-App-Käufe ermöglichen und was weiß ich. Und gibt's, aber die App gibt es umsonst im App Store und im Google Play Store und könnt euch einfach einloggen mit den gleichen Daten, die ihr auf Liebeschip benutzt. So, ne? Ja. Und glaub jetzt mit der neuen Update, was jetzt rauskommt, kann man sich, glaube ich, auch erstmalig anmelden. Auf Liebeschip geht, glaube ich, auch dann. Also, in diesem Sinne, ladet euch das gerne mal runter. Becher Coach hat schon eine eigene App. Sehr geil, nutzt es. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.